Hallihallo Leute, hier ist der Gusor wieder. Ich will euch mal auf den neuesten Stand bringen. Wir sind ja noch im YouTube Clan War, noch ist auch nichts gestartet. Ich will euch bis mal kurz zeigen, wer schon alles dabei ist. Megrax ist sie dreimal zur Verfügung. Diziax ist dabei. King O, Lichtle, Aragorn, Fleoneo, YouTube Glor findet Baumi, also Puki müsste das sein. Weiß sagt mir gar nichts, aber gut, muss ja nicht. Ich kenne auch nicht jeden. Und dann ganz, ganz unten ist der Gusor. So, ich will nochmal kurz einen Angriff machen und danach würde ich eventuell nochmal Goblins ausbilden. Geiler Scheiß, weil der nächste Angriff, der ja gewünscht wurde, den ich machen soll, wäre nur mit Kobolden. Und das ist auch nicht schlecht. Da werde ich höchstwahrscheinlich auch mehrere Angriffe damit machen, weil das ist gar nicht so ungeil. Ich gucke mal gerade, wie ich hier am besten reinkomme. Also ich denke mal über eine Ecke, weil nämlich wenn man dann immer den geraden Weg nimmt, dann ist das relativ tricky. Aber wenn man über die Ecke reingeht, dann geht das mit der Queen relativ gut. Ich nehme den King hier mal hin. Clear ich hier mal ein bisschen was weg. Genau, das ist natürlich das Geile, wenn man wirklich Truppen zum Clearen benutzt. Dann kann man wirklich die Mauerbrecher direkt raufschicken und dann ist das ganz easy. Dann läuft das ganz gut. King, oh, gerade noch so geraged. Aber ihr seht es auch, also ich heile den auch nicht, weil mir der total Banane ist. Echt, der ist mir einfach totally Banana. Oh, ich habe noch gar keine Heiler gedroppt. Oder hatte ich die gedroppt und die wurden schon gekillt? Nee, glaube ich nicht. Nee, und das sieht hier jetzt schon ziemlich nice aus. Hier gehen wir nochmal kurz mit den Bogis hier rein, dass der Bohrer weggeht. Und wirklich, habt echt Respekt vor den Teslas. Ey, wirklich, ohne Witz, die sind für die Queen echt schon ganz schön übel. Ich hoffe, ich kann... Ja, noch muss ich keinen Rage machen. Und genau, ja, aber ich muss vorsichtig sein, weil der Elver King, der haut schon gut zu, auf jeden Fall. Aber das passt. Weil bevor ich jetzt einen Rage droppe oder den Rage der King, der Queen mache, will ich mir das eigentlich aufheben. Weil es wird nicht einfacher, CB ist aber leer, sonst wäre schon was losgegangen. Jetzt müssen wir damit rechnen, dass die Queen auch gleich kommt, aber wenn der X-Bow weg ist, dann passt das. Dann noch Magierturm und dann höchstwahrscheinlich erst Dings, erst das Dunkle, könnte ich mir vorstellen, ganz genau. Erst auf Magierturm und dann das Dunkle und dann ist das cool. Aber ihr seht es halt eben doch selber, also man muss wirklich hundertprozentig dabei sein. Also man muss, klar, ich meine, wo ist das schon so, wo man sagt, ach naja, gut, okay, jetzt mache ich hier einen Angriff und habe da meine Truppen gedroppt, es sei denn, ich greife nur mit Schweinen oder sowas an. Einmal die Schweine rundherum gesetzt und fertig, wenn ich es denn so mache. Und das ist ja hier nicht der Fall. Das ist ja bei den wenigsten Angriffen der Fall. Also man muss schon immer von Anfang bis Ende dabei sein. Ich hoffe, ich spreche nicht zu laut. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Ich hoffe, das klappt gut. So, jetzt kommt die Queen hier ins Spiel. Dürfte... Ja, ist mir zu heikel. Ist mir zu heikel. Dann lieber wirklich geraged. Passt. Und der hat jetzt auch gar nicht so wenig Ressourcen. Von daher kann man natürlich... Ja, nimm dir die Clanburg. Komm, nimm sie dir. Und dann passt das auch. So, jetzt werde ich aber auch mit den 6 Barbaren könnte ich hier jetzt nichts reißen. Ich verliere und dann ist das gut, dann passt das schon. Und weil, wissen wir selber hier, 6 Barbaren hier gedroppt, ich will jetzt die CB dafür nicht leer machen, weil wir halt noch nicht so viele im Clan sind, dass die halt nicht so mega schnell voll geht wieder. So. Ey, cool, sogar noch das gesamte, das gesamte Alex-Lager noch gezogen, einwandfrei. Läuft, ist in Ordnung, passt. Muss man sich nicht verstecken. Sehr gut, und den können wir abbrechen. Und dann nehmen wir jetzt nämlich mal wirklich Only Kobis. Oder der Richtigkeit halber Only Goblins. Und dann sollte das ziemlich gut abgehen. Die bilde ich dann aus, dann gehe ich nochmal in den zweiten Account, gucken wir uns da eventuell noch ein Raid an. Und dann ist das ziemlich geil. Ich gucke mal gerade, was ich hier habe. Ja, das passt, das ist in Ordnung. Ich bin wirklich gespannt, wann es losgeht. So, jetzt gucken wir mal, was uns übrig geblieben ist. Einwandfrei. Damit können wir noch eine softe Aktion, sage ich mal, starten.
Ich kann nicht jetzt auf alles gehen, sage ich mal, aber wenn ich jetzt einen Low-Gegner finde, na, das könnte schon eigentlich ausreichen. Weil ich muss nicht clearen, wenn ich jetzt zum Beispiel. Ah, aber der hat es ein bisschen doof zu stehen. Da würde die Queen nicht unbedingt rangehen. Der hat es ein bisschen zu zentral. Nee. Ja, hier so eine Hanfblätter bringen meiner Meinung nach genauso viel wie so eine Batman-Base. Sieht eventuell ganz cool aus, besonders wenn man ein kleines Weed-Kid ist. Nennt man sowas so? Ich war nie so in dieser Szene, aber ich denke mal, Weed und oder Graskind oder was weiß ich, was gibt es da für Namen dafür, wenn man ja THC konsumiert, ist das ja. Das ist ja, glaube ich, dieser Stoff, der da so Bäm in eine Birne macht. Ja, ich weiß nicht, wie man sich da untereinander nennt. Kann ich nichts dazu sagen. Ja, ich war in dem Bezug war ich einfach langweilig, weil ich das einfach übersprungen habe. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht wissen. Wenn ihr das wissen wollt, dann lasst es mich wissen. Nee, also da war ich irgendwie immer ein kleiner Langweiler. Ich brauchte sowas nicht. Ich war schon so crazy genug drauf, dass ich glaube, mit Drogen wäre das nur noch eskaliert. So, nee. Also ich würde gerne, am liebsten hätte ich jetzt eine Base mit außen halt ordentlich Loot, eine Deadbase. Und dass ich halt einmal rumgehen kann, da noch meine Heiler verballern kann und fertig. Weil sechs Mauerbrecher sind natürlich jetzt auch nicht so die Masse. Ah, das ist natürlich auch ganz nett. Das könnte man hier auch machen, aber der hat direkt daneben die Luftabwehr. Das ist ein bisschen doof. Sonst wäre man nämlich, hätte man drinne gedroppt, zumal der hier das Dunkle hat. Echt, ey, Leute. Ah, aber da kriegt man garantiert richtig auf den Sack. Aber ich gehe von hier rein, weil ich habe die Mauerbrecher habe ich ja. Das ist ja gar nicht das Thema. Und ich denke mal, er war immer so der Meinung, ja, wie gesagt, die Heiler müssen eh weg. Er war garantiert der Meinung, so nach dem Motto, ach naja, gut, okay, dann greifen die alle hier an und dann ist das alles easy. Dann hat er mich an einem Punkt, wo er mich halt haben möchte, hätte ich ihn auch platt gekriegt, bloß ich will natürlich auch nichts riskieren. So jetzt, ja, genau, und schon ist sie drinne und jetzt kann sie langsam aufräumen. Bevor ich jetzt hier droppe und dann natürlich die Heiler direkt daneben und dann sind sie auch weg. Das ist Blödsinn. Lieber wirklich, wenn ihr das seht halt, wenn irgendeiner so eine Trollbase am Start hat, immer gucken, kann man nicht vielleicht irgendwo anders noch was nehmen, was, ja, wo man, hallo, wo man besser rankommt, in eine Base rein. Also da muss man immer schauen, finde ich. Also, weil meistens sind die dann halt eben so aufgebaut, dass wenn ich einen schwachen Punkt habe, wo ich meine ganzen Sachen droppen kann, dann sind da alle Minenwerfer umher und so weiter und so fort. Und der Rest der Base ist gar nicht so krass gesichert wie eine normale Base. Ich denke mal, da kann mir jeder andere auch zustimmen, weil man halt darauf gepokert hat, dass einer kommt und gerade in dem Bereich halt eben angreifen möchte. Meistens ist es ja auch so, aber ihr seht es halt eben auch, ich kriege jetzt logischerweise auch das Dunkle, wie gesagt, da muss man sich auch nicht wieder, wer weiß wie, brüsten mit. Aber ist natürlich eine einfachere Sache, als wenn ich von hier gedroppt hätte. Guck mal, die beiden Expos, ja garantiert, ja klar, der wäre auch noch drauf gegangen, hätten mich angegriffen und dann, na hier, jetzt sieht man hier in dem Bereich. Und die Luftabwehr kriege ich leider nicht. Das ist einfach ein Fakt, der wird nix. Und jetzt würde ich mal fast sagen, ich rage die gleich mal. Bloß es könnte natürlich auch sein, dass hier noch irgendwo was sitzt. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich probiere mal, wie lange die das durchhält. Vielleicht sind auch noch zwei Heiler, die dann nicht von der Luftabwehr gekillt werden. Es könnte ja. Na, genau, lauf dahin. Das bringt mir jetzt herzlich wenig. Die Barbaren haue ich jetzt hier rein. Egal. Die werden es garantiert nicht reißen, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. So, jetzt natürlich Heiler weg. Aber ja, hier wird auch nichts mehr wirklich gerissen. Zack. Die drei Minenwerfer, genau. Die drei Mauerbrecher, die kann ich mir sogar noch aufheben für den Only Goblin Attack. Dann läuft das auch ganz gut.
Und dann passt das. Dann sind, wie gesagt, die Heiler wenigstens weg. King, das dauert noch eine Weile. Ich mach mal eine kurze Pause und dann seht ihr mich gleich wieder. Und da sind wir schon wieder. Ich wurde von Anto 18 noch was angegriffen. Ich hoffe, jetzt ist der Sound eventuell vielleicht besser. Ich hoffe, dass er nicht schlechter war vorher, aber ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal wirklich, der war ganz schön laut aufgedreht. So, jetzt bin ich in meinem zweiten Account und will euch da dann einfach nochmal, da springe ich dann nochmal kurz aus Keep Calm raus und will eventuell nochmal den ein oder anderen Raid zeigen. Und dann ist das auch gut. Obwohl ich jetzt mal sagen würde, ich gucke mal, da, den können wir uns gleich nochmal angucken. Sonst wirklich, war echt nicht der Knaller. Ich habe immer mal so ein bisschen geguckt, dass ich was Dunkles bekomme, aber ist natürlich mit den Truppen jetzt auch nicht so der Burner. Ich überlege, ob ich jetzt langsam umsteige, wirklich, weil jetzt mir das Alex langsam egal sein kann, dass ich langsam sage, gut, okay, dann auch teure Truppen gekauft und dass das dann besser läuft, sage ich mal, dass ich auch halt sagen kann, gut, okay, komm, jetzt eine bessere Taktik verwendet, dass man wirklich sagen kann, okay, riesen paar Mauerbrecher, dann eventuell den ein oder anderen Heal, dass man wirklich eine Base auseinandernehmen kann und dann sagen kann, gut, okay, komm, ich kriege auch bei den Accounts mal 2k Dunkles oder sowas, was ich jetzt momentan gar nicht mit der Kombi machen kann. Also das bin ich so ein bisschen am Überlegen. So, Drache. Herzlichen Glückwunsch nochmal an 187. Also wie gesagt, der macht halt auch Videos, nur mal so. Und zwar, der war heute gerade noch auf Titan 2. Bin ich der Meinung. Ziemlich sicher sogar. Ich kann mich auch total irren. Aber ich bin der Meinung, der war gerade noch auf Titan 2. Nee, okay, war er nicht. Sonst wäre das Ergebnis... ja, also ich denke, hat jeder gesehen, warum ich dazu gekommen bin, dass er jetzt nicht Titan 2 war. Aber auf jeden Fall eine richtig geile Leistung. Cooles Ding. Und dann läuft das auch. So, jetzt gucke ich mal, was habe ich in der CB? Ich habe nichts drin. Ich haue jetzt nochmal einen Angriff raus. Und jetzt ist halt wirklich so, okay, ich so, oh, das ist echt nice. Ich meine, yippie, ich habe den King of 10, ist gerade gekommen. Also ich sag mal so vor 2 Stunden oder sowas, habe ich ganz vergessen. Den können wir natürlich dann auch gleich nochmal ausprobieren. Und ganz ehrlich, ich hätte hier echt wirklich so ein bisschen gerne das Dunkle. Ich muss mir jetzt hier mal richtig Mühe geben und hoffe, dass ich das auf der Reihe kriege. Ich hoffe, dass er hinter den Kasernen nicht zu krass was vorbereitet hat mit Riesenbomben und so. Das wäre natürlich dann eher unschön. Gucken wir uns das mal an hier. Wie gut die hier oder wie schlecht die hier reinrennen. Ah, okay, er hat sogar noch was in der CB. Na, dann hier, guckt mal, dann hier gedroppt, dass die halt wirklich noch alle halbwegs den Rage reinkriegen und dann hier halt nochmal ein Rage gedroppt und dass die da wirklich hoffentlich gut reinrennen und dann schauen wir mal, was hier geht, aber ich glaube, mit den Bogies, na genau, Minenwerfer und dann war es das. So, ja, hier 6er Tesla ist das. Aber ich sag mal, nee, war jetzt nicht so der Knüller. Nee, dann lasst ihr jetzt mal langsam umstellen. Wirklich, das ist jetzt zu... ich würde sagen, eine komplett Riesen, dass man wirklich 15 Riesen mit bei hat. Dann Mauerbrecher logischerweise, dass die Riesen halt auch rein können. Klar, da würde ich jetzt einfach mal... Ich würde mal easy machen mit 8 Stück. Ja, doch, ich denke mal, 8 werden passen. Und oder fängt man an zu jumpen? Also ihr seht selber, ist halt wieder heute so eine etwas andere, hier nicht so, oh, hier, guck mal hier, die Raids und wie auch immer, sondern wirklich, dass ich halt überlege, ach, hier, komm, wie könnte man das machen in Verbindung das und das und das. Ich würde mal sagen, Riesen und Magier, denke ich mal, sollte eine relativ coole Nummer werden. Ein paar Boogies sind auch gar nicht so verkehrt. Ich hau hier, doch, ich entscheide mich mal wirklich für Riesen und Magier.
dass wir da mal sehen, was da abgeht. Vor ein paar Barbaren, ja, paar Bogies sollte so laufen, weil wie gesagt, sonst sitzt man echt da und verschenkt zu viel an Loot. So, Truppenanforderungen, die hau ich kurz raus. Päcker bin ich jetzt gerade am Upgraden. Bloß, dass ihr halt wirklich mal wieder seht, was da so machbar ist. Ah, die Riesen sind sogar noch auf 4. Okay, aber egal. Würde ich dann halt als nächstes machen. Denke ich mal, obwohl, Kobis wäre natürlich auch ziemlich nice. Dass man dann nochmal so eine richtig schöne Kobi-Action mit denen auch machen kann. Und dann halt eben jetzt das Dunkle, klar. Jetzt, wo man sich sagen würde, wieso, warum. Gehst du immer noch aufs Dunkle? Klar, meine Truppen muss ich natürlich noch upgraden. Da ist noch richtig was zu tun. Und Giftzauber kommt auf jeden Fall auf Level 2. Das auf jeden Fall. Weil ich ja auch mit dem anderen Account dann auch schon dachte, machst du den überhaupt höher? Aber der Giftzauber wird auf jeden Fall höher gemacht. Der bringt meiner Meinung nach wirklich richtig viel und bringt dann auch in einer höheren Stufe halt logischerweise mehr. So, dann können wir hier nochmal ein Gift reinballern. Und dann steigen wir aus. Spenden, spenden, spenden. Ich leave mal und gehe in den Loot-Clan. Mal gucken. Er ist momentan noch offen. Genau, mal gucken, ob. Ah, es scheint so, als wurde nicht. Oh, ich sehe gerade, ich habe gerade gesehen, 6K D-Alex. Oh, ich liebe euch. Ja, das ist einfach geil. Das ist richtig cool. 6K D-Alex, ich bin schon wieder voll dabei. Aber fangen wir mal von unten an. Wir haben hier um und bei 2 Tage einwandfrei. Super, klar gebartscht, okay. Deswegen halt wieder normal. Doppelte Geschwindigkeit, aber ja, bei der Masse muss man es halt auch nicht runterreden und sagen, naja, weil ist natürlich in dem Fall gute Truppe und fertig aus. Und hier war auch nicht so wirklich viel falsch zu machen, das war halt alles draußen und hier halt noch wirklich, genau, hier noch die eine Mine, die ist aber auch gleich down und dann halt wäre noch geil, ah, du wirst dich bestimmt, ja, genau, richtig, genau. Vollkommen richtig. King hast du auch noch. Dann gehst du auf jeden Fall noch rein. Und den kriegst du, genau, den kriegst du auf jeden Fall. Und dann ist das schick. Einwandfrei. Super geiles Teil. Damit möchte ich euch auch erstmal wieder in Ruhe lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich gucke das einfach noch ein bisschen anders zu machen, zu managen, wie ich das regle, weiß ich noch nicht. Mit dem Thema, dass ich das eventuell gleich schneide, dann das Thumbnail gleich mit drauf tue. Ich weiß noch nicht, wie ich das so insgesamt mache, weil ich halt wirklich früher immer gemerkt habe, wenn ich jetzt aufgenommen habe, also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt 3 Stunden hintereinander lang aufgenommen und dann danach halt alles geschnitten. Man hat halt echt gemerkt, so erstes, zweites Video, du bist voll dabei. Oh ja, hier, guck mal, das könnte man so machen, das könnte man so machen und beim Thumbnail genau dasselbe. Und dann am Ende denkst du dir, oh komm, ey, es ist kurz vor 12, oh, ich will ins Bett und da leidet halt dann die Qualität drunter. Und das soll halt definitiv nicht der Fall sein. Also, ich hatte halt eben auch jetzt gerade vor kurzem, gestern war es, glaube ich, schrieb mich, ein Abonnent an und sagt er eben auch, naja, ey, pass auf, das ist halt auch nicht so der Burner. Also ich meine, da lockst du keinen mehr hinter dem Ofen vor. Und das verstehe ich schon irgendwo. Und wie gesagt, das ist halt eben auch immer wieder dieses Thema. Ich weiß, ich schweife wieder aus, aber das ist immer wieder dieses Thema, wie man Kritik an jemanden ranträgt. Also nicht sagt, hier, du Arschloch, hier ist ein doofes Video oder sowas, sondern einfach, ey, pass auf, das und das gefällt mir nicht so, kannst es vielleicht ändern oder sowas. Ob ich dann auf den Abonnenten eingehe, das ist natürlich logischerweise meine Sache, das ist ganz klar. Aber ihr wisst, glaube ich, was los ist, sage ich mal. Der Ton macht halt die Musik ganz einfach und von daher bin ich grundsätzlich ja immer daran interessiert, dass euch das gefällt, logischerweise. Und wenn euch halt eben so eine Raids gefallen, dann werden die halt auch gebracht. Was auch wieder mal kommt, ich habe noch genug Bogenchecks drinne, also Leute, die einen Bogencheck haben wollten, das werde ich auch wieder mal reinschauen. Und ja, das war's dazu. Wie gesagt, Clan War Action hoffe ich, dass ich es überhaupt aufnehmen kann. Das wäre ja dann.
nächsten Montag theoretisch wieder, wann ich wieder aufnehmen kann. Da schaue ich mal, wie ich das regeln kann. Aber das hoffe ich auf jeden Fall, dass das eine coole Nummer wird im CW. Zumal ich beide Helden dabei habe. Queen 20, King 24. Das ist bei Rathaus 9 schon ziemlich geil, würde ich sagen. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ciao, ciao.